Willkommen zu meinem zweiten Test von der PLA-Vergleichstestreihe. Nachdem ich beim letzten Mal Handling und Qualität von PLA getestet habe, würde ich dieses Mal gerne mal schauen, wie zugfest das die einzelnen Filamente sind. Zu diesem Zweck habe ich hier so Högen gedruckt. Die sind ja von CNC Kitchen, die ähnliche Tests machen. Und ich würde die jetzt jeweils an die zwei Federwagen hier anhängen. Und dann würde ich immer spontan die Gewichtsweste hier, die geht mal bis 30 Kilo, mal schauen, ob es überhaupt irgendeins über 30 Kilo schafft. Die Päckchen, die sind jeweils 1,5 Kilo, die ich jetzt in die Gewichtsweste reinmontieren kann. Das erste Filament, das ich hier probiere, ist das Blau, ist von XYZ Printing. Zieht sich definitiv schon weiter runter. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, wie ich das gedruckt habe. Ich habe mich für eine Schichtdicke von 1,5 mm entschieden. Bei der Wanddicke habe ich 1,5 mm genommen. Und oben und unten sind es 0,75 mm. Infill, also die Füllung, habe ich 10% drin. Das auf 19,5 kg. Der Riss wird langsam etwas grösser. Jetzt sieht man effektiv auch die Verfärbung bei diesem Filament. Das sieht man hier beim Blau schön. Zum Glück haben wir mit Blau angefangen. 21 kg rauf. Was es jetzt so gut ausgelöst hat, hätte das Ganze effektiv sehr wahrscheinlich leicht auf dem Tisch noch aufgehängt. Ich würde jetzt für einen zweiten Versuch mit dem gleichen PLA. Bis jetzt dran hängen, bei 21 reißt es sehr wahrscheinlich gerade wieder. 21 Kilos. Hat nicht. Ich würde jetzt noch einen dritten haben. Kopf zurück. Ja. Jetzt wären wir bei 22,5 Kilo. Gut. Mal mit dem pH anprobieren. Dann werden wir auf diesen 18 Kilo. Ich drehe es jetzt ganz leicht. Ich hoffe, dass es dann nicht reisst wegen der Bewegung. Da sieht man es schön in der Kamera. Also es verzieht sich fast mehr als das andere Material, habe ich das Gefühl. Jetzt sehe ich den Riss. Jetzt reisst es auch gerade. Ja. Wenn wir bei 21 Kilo angelangt. Kurz verifizieren. Ja, 11. 11. Wäre die Grenze gewesen. Jetzt gehen wir direkt auf 21 für den letzten Versuch mit dem letzten Haken. Oh. Grün ist von Purefill. 22,5, komm jetzt. Er schafft es auch nicht. Machen wir 24. Bam. Come on, 24. 24 ist die Grenze. Der hat jetzt recht cool ausgesehen. Ich glaube, probier mal Armin, die in Slow Motion zu zeigen. Jetzt auf das transparente Filament hier gehen. Das ist auch ganz einfach das PLA. Transparent ist von MakerBot. 16,5 Kilo. Etwas habe ich den Eindruck, dass sich hier etwas tut. Aber ich würde sagen, wir geben ihm noch mal 24 ab von Anfang weg. Ja, gerade wollte ich sagen, aber nein. Mache ich mit dem weiter, wo ich das Gefühl hatte, dass es auch am wenigsten Zug aushalten kann, weil es am steifsten ist. Das Filament von Protopasta, das PLA, das mit ein wenig Carbonfasern ergänzt ist. Probieren wir mal mit 16,5 Kilo. Nehmen wir mal noch ein bisschen raus. Das heisst 13,5 Kilogramm. Gerade wollte ich sagen, es zieht nicht weniger ab als vorher. Und genau in dem Moment ist er gerissen. Also, da ist effektiv nur so steif ist das Material. Fangen wir an mit dem roten. Kurz spicken, wie immer. Von Best Value sein. So, 16,5. Man sieht schon, es zieht jetzt mehr ab als vorher beim Carbon. Das ist schon eindrücklich, wie viel steifer das andere Material ist. Dann wären wir jetzt bei 18. Hoppla! Schauen wir mal, ob es beim zweiten Versuch mal aushalten kann. Schön langsam. Da bin ich tatsächlich nicht an der dritten. Schau jetzt. Ja, das ist der Punkt, wieso wir auch noch mal ein drittes Mal machen. Unter Umständen war beim Drucken irgendetwas nicht in Ordnung mit den anderen zwei. Schauen wir bei 19,5 Kilo. Nope. Das wäre das Orange, das ist von Dutch Filaments. Schauen wir mal, wie es mit dem Zug aussieht. Ich würde sagen, es hat es bestanden, 16,5. He? Gehen wir auf 18 rauf. Ich habe das Gefühl, es reisst gerade, weil es die letzten paar Mal so war. 19,5 in diesem Fall. 19,5. He? 21 weiter. Holla. Jetzt. Das hast du jetzt so schön gesehen, wenn er immer länger ist geworden.
Grün hat gewonnen. Grün ist in dem Fall nochmal nachschauen. Purefill. Das ist so viel, ich mich erinnere, mal sogar auch das Gewicht haben, hat mir, glaube ich, auf mein Kurzzeitgedächtnis geschlagen. Es ist nämlich effektiv nicht so, dass Purefill gewonnen hätte mit 24 Kilo, sondern es sind eigentlich drei Filamente, das von Purefill, Dutch Filaments und MakerBot, die alle nur bis 22,5 Kilo geschafft haben. 24 Kilo hat kein Filament geschafft. Wir haben also drei Sieger, Dutch Filaments, MakerBot und Purefill mit 22,5 Kilo. Merci vielmals. Ja, sehr gut. Ist lustig gewesen. Ja.